Der Lohnschein, ist der von uns oder nicht? Der ist von uns. Von uns. Die werden diesen Artikel veröffentlichen. Am Wochenende in der führenden Lokalzeitung der Stadt. Das bedeutet, 300.000 Menschen werden ihn lesen. Und jeder von denen ist Kunde bei uns. Zum Glück steht der Chefredakteur in meiner Schuld. Er kommt uns entgegen. Wir können eine Gegendarstellung schreiben. Ich werde mich drum kümmern. Gleich morgen früh. Geht klar. Nicht morgen früh, jetzt. Setzen Sie sich. Wir haben Zeit bis morgen früh, 5 Uhr. Genau dann geben die das Blatt in den Druck. Sie werden für mich herausfinden, was an der Sache stimmt und was nicht stimmt. Und dann verfassen Sie eine umfangreiche, wohlüberlegte und höfliche Gegendarstellung. Heute Nacht. Wenn man jemanden besucht, pflegt man Blumen mitzubringen. Du wirst zur Klassenfahrt nicht zurück sein. Das steht fest. Wieso? Sie fährt Mittwoch. Ich komme Montag zurück, spätestens am Dienstag. Mittwoch sitze ich neben ihr im Bus, mit Hut und Rucksack bewaffnet und einem Lächeln auf den Lippen. Was geht mich das denn an? Du bist nicht da, auch wenn du hier bist. Also komm zurück, wann du willst. Sehr gut. Sag mal, glaubst du wirklich, dass ich mich darum reiße? Tu ich nicht, okay? Tu ich nicht. Auf diese ganze Demütigungstour kann ich gern verzichten. Aber du fährst, oder? Du kannst der Witwe nichts abschlagen. Jetzt hör auf mit der Witwe, das hat damit nichts zu tun. Die Frau hat da einen Jungen, eine ganze Familie. Du kannst doch nicht einfach den Sarg ohne Begleitung schicken. Die Witwe hat mich wissen lassen, dass sie mit meiner Leistung nicht zufrieden ist. Sie bestraft mich. Nicht. Hey, Mish. Hey, Papa. Hey, keine Panik. Sind nur ein paar Tage. Mittwoch bin ich wieder zurück, versprochen. Nicht immer diese Versprechen. Lass es einfach. Du weißt doch noch, diese Kollegin. Julia? Ich bringe sie nach Hause. Jemand muss sich doch um sie kümmern. Die tote Bäckereimitarbeiterin liegt eine Woche nach dem Bombenanschlag noch immer unbeachtet im Leichenschauhaus. Hören Sie, mein Artikel geht in den Druck, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Personalchef, ich bin schuld. Das hier war Ihr letzter Einsatz. Julia Petrake, Personalnummer 535, Gebäudereinigung. Wir werden ihr eine würdige Beerdigung ausrichten. Wollen Sie mich bestrafen? Wenn man jemanden besucht, pflegt man Blumen mitzubringen. Also komm zurück, wann du willst. Sag mal, glaubst du, dass ich mich darum reiße? Auf diese Demütigungstour kann ich verzichten. Wann sind Sie angekommen? Wo ist der Konsul? Ich bin der Konsul. Guten Tag. Lassen Sie mich Ihnen etwas erklären, Herr Personalchef. Wir sind hier weder im Osten noch im Westen. Er weiß nicht, dass seine Mutter gestorben ist. Diese Familie ist nicht normal, glauben Sie mir das. Der Junge hat gesagt, wir sollen seine Oma herbringen. I'm on your side. Wir machen einen Wahnsinnsumweg. 1000 Kilometer, um das Richtige zu tun. Did you come here a lot with your mother? It was last time I see her.